Herzlich willkommen zur nächsten Session. Ich freue mich sehr, mit drei Gästen zusammen auf das Thema Onlineshop zu gucken. Nicht nur durch die Pandemie hat es eine gewisse Förderung gekriegt. Die Frage, wie bin ich erreichbar für Kunden, wie kann ich möglichst convenient dort bestellen, gewinnt an Bedeutung und damit wahrscheinlich auch wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dazu habe ich drei tolle Gäste, drei Apothekeninhaber, die sich vor unterschiedlicher Zeit auf den Weg gemacht haben, die ich erstmal herzlich willkommen heiße hier im Studio bei BD Rover. Und habe zum einen den Björn Schittenhelm, der mit drei Apotheken mittlerweile dort als Apothekeninhaber sich früh mit dem Thema Shop auseinandergesetzt hat. Habe zum Gast zugeschaltet die Christiane Patzelt aus einer Landapotheke, das ist nördlich von Berlin, glaube ich. Hoffentlich richtig. Von der Zuordnung und den Gerrit Nattler, die im, ja, wie nennt sich das, Westerland, im Ruhrpott dort auch mit mehreren Apotheken dort vertreten sind und mit einem erfolgreichen Onlineshop, muss man sagen. Worum geht es in den beiden Sessions? Ganz stark darum, um Erfahrungswerte, Erfolgsfaktoren, worauf muss ich in der Gestaltung achten? Bevor wir das aber tun, möchte ich sehr, sehr gerne darauf schauen, was treibt eigentlich oder was sollte mich treiben, was kann mich treiben, Zeit und Aufwand in das Thema Shop zu stecken, denn es ist kein Selbstläufer, es erfordert Zeit. Und deshalb starten wir mit kurzen Impulsen von allen drei Gästen mit der Frage, was war meine Motivation, was trieb mich? Und ich würde dir, Björn Schittenhelm, direkt mal das Wort geben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und meine Motivation hat eigentlich vor so geschätzt 4, 5 Jahren, ich kann es gar nicht mehr genau entziffern, wann das war, begonnen. Und ich hatte ein Ereignis, wo quasi ein sehr guter Stammkunde auf mich zukam. Wir sind im Schwabenland, so als wir jetzt geografisch alles abgedeckt haben hier in der Runde, wo eben ein Schwabe auf mich zukommen, sagte, der chronisch krank ist und sehr viel Selbstmedikation brauchte, eben auf mich zukam, irgendwann sagte, Herr Schittenhelm, es tut mir leid, können Sie irgendwas tun? Ich brauche jeden Monat für weit über 150 Euro Selbstmedikation und wenn ich die halt online bestelle, dann kann ich sehr viel Geld sparen. Das genau vorgerechnet. Und dann hat bei mir so erstmal dieser Denkprozess angefangen, da habe ich mir geschaut, ah, okay, das ist ein Kunde, der kommt lange Jahre zu uns, löst alle seine Rezepte bei uns ein, aber kauft sonst de facto nichts mehr bei uns ein. Das ist eben so der Standpunkt vor 4, 5 Jahren. Dann habe ich weiter bei uns geschaut und festgestellt, hoppla, das ist nicht nur er als Kunde, sondern wir hatten damals schon in unserer Kundenkartei eben viele, viele Kunden, bei denen das ein ähnliches Bild war, wo ich mir dann gesagt habe, okay, das sind zwar unsere Kunden, die lösen noch ihr Rezept bei uns ein, aber quasi im freiverkäuflichen Bereich sind es eigentlich nicht mehr meine Kunden. Ergo müssen die irgendwo anders den Bedarf decken. Und damals Intention war noch, okay, was kann ich anbieten, was kann ich tun, eben diese Convenience bzw. dieses Gefühl, den Kunden zu vermitteln, auch bei uns günstig einkaufen zu können. Und damals war wirklich noch die Intention, ich richte einen Shop ein, dass ich eben dort auch andere Preise anbiete. Das ist nach wie vor bei uns so, dass wir dort andere Preise haben, wo die Kunden eben uns die Arbeit abnehmen, ihre Artikel eben selber raussuchen, wir weniger Personalaufwand haben bei diesen Präparaten und ihnen dann einen Rabatt gegeben haben. Am Anfang haben wir mit sehr hohen Rabatten gestartet. Inzwischen weiß ich aus der Erfahrung der letzten 4, 5 Jahre, dass das Thema Rabatt gar nicht mehr das Hauptargument ist, sondern das Thema Convenience, also die Bequemlichkeit der Kunden im Vordergrund steht. Aber dennoch haben wir immer noch quasi unterschiedliche Preise zwischen On- und Offline. Wir haben uns dann eben für einen Anbieter damals, so einen Warenwirtschaftsanbieter, entschieden, der quasi einen Shop implementiert hat. Dieser Shop hat eine perfekte Anbindung an die Warenwirtschaft. Das heißt, wenn der Kunde bei uns im Shop bestellt, sieht er sofort die Verfügbarkeit der Artikel. Da haben wir eben so ein Ampelsystem. Grün eben, das sieht der Kunde, wie viele Artikel bei uns an Lager sind. Gelb ist quasi die Anbindung an die Warenwirtschaft und rot eben die Artikel, die nicht verfügbar sind. Lass uns da gleich mal drauf gucken, wenn wir in Detail gucken. Hier nochmal die Frage, hat sich deine Motivation über die Zeit verändert dann? Wenn du damals geguckt, wie bist du gestartet und was ist eigentlich so das Ziel heute? Also genau, wie gesagt, damals war die Motivation, eben mit dem Online-Versandhandel mithalten zu können, mit den Preisen in einer gewissen Form. Mir war klar, wir werden es nicht ganz schaffen, aber ein bisschen können wir machen. Und heute ist wirklich das Thema Hauptfokus auf der Convenience, die Bequemlichkeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein, den Kunden zu bieten, dass sie in mein Warenlager reinschauen können, eben bestellen können und quasi die Dinge dann abholen können. Das ist in der Tat der Hauptfokus, den wir haben. Und natürlich, wenn wir jetzt den Bogen spannen zum Thema Corona, haben wir natürlich auf das richtige Pferd gesetzt, eben wo die Kundenfrequenz eben
HV nachgelassen hat, hat bei uns natürlich die Shop-Bestellung dementsprechend ganz andere Quoten. Weil ihr auch schon auf einem gewissen Level von Bekanntheit hattet. Exakt. Und natürlich auch eine gute Kommunikation im Team haben. Der Shop spielt eben schon seit Jahren bei uns in der Region eine wichtige Rolle im Marketing, in der Kommunikation. Dementsprechend war er schon etabliert und wir konnten natürlich auf dieses Pferd ganz gut setzen. Prima. Danke für den Startimpuls. Ich gucke zu Christiane Patzelt und die Frage an Sie, was war der Treiber jetzt auf das Thema vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, letztes Jahr aufzuspringen? Welche Ziele, welche Motive standen da im Vordergrund? Also meine Geschichte ist ein bisschen anders. Die startet eigentlich mit der Neugestaltung einer Homepage, die von Apozin gestaltet wurde. Und im Laufe der Zeit hat sich für mich so entwickelt, dass mir eine reine Visitenkarte nicht mehr reicht, sondern ich mich nach außen präsentieren möchte mit den Dingen, die ich hier innen habe. Und ich habe, bevor ich die Homepage bei Apozin hatte, eine von Bild, so eine 0815-Geschichte, und da war vom Shop gar keine Rede. Und das Softwarehaus bot auch leider lange keinen Shop an. Und so war ich irgendwann auf der Suche nach einer Lösung, eine vernünftige Homepage, die auch sehr angenehm anzuschauen ist, und eben einen kleinen Shop. Und dieser Shop hat sich mittlerweile auch so entwickelt, dass die Leute gucken vorher, haben, ob wir das da haben, ob wir es vorrätig haben. Und die Leute bestellen nicht so viel online, sondern kommen, nachdem sie geschaut haben, ob wir es da haben, direkt in die Apotheke. Wir sind hier in einem 7000-Seelendorf. Und anstatt zum Hörer zu greifen, wird jetzt momentan eher auf die Homepage geschaut. Und das dann eben direkt eingekauft. Das ist eher so ein Click und Collect. Ja, das heißt, dieses Thema, ich verbreitere die Sichtbarkeit von dem, was du bei mir alles im Sortiment finden kannst. Dafür der Shop so eine gute Möglichkeit für die eigenen Kunden. Genau, und eben, ja. Ist es mittlerweile. Und wir haben durch die Ergänzung mit den Abholfächern jetzt eben auch dieses sich aussuchen und dann erwählen, mit in den Alltag genommen, und die Leute müssen jetzt nicht warten, bis wir Montagmorgens geöffnet haben, sondern können es dann eben auch am Wochenende holen. Muss man auch dazu sagen, ich bin palliativversorgende Apotheke, heißt, die Wochenenden sind in der Regel auch mit Arbeit bestückt, und ich bin meistens eh da und kann das hier in meiner kleinen Landapotheke auch zeitlich gut abbilden. Fühlen sich da eher als jemand, der halt reagieren muss. Sehr exklusiv, ne? So, halt. Ja, fühlen sich da, dass Sie als Apothekerin reagieren müssen? Oder ist das was, wo ich sage, nee, ich greife es auf, proaktiv und sammle meine eigenen Erfahrungen mit dem, was es für meine Kunden bringt? Ja. Also ich habe hier in Brandenburg Mitbewerber, die sind nicht ganz so flink in der Modernisierung, und ich bin, was die Digitalisierung angeht, die Technologisierung in meiner Apotheke schon sehr weit fortgeschritten, und für mich war das jetzt einfach nur noch der nächste Schritt, also eigentlich eine Unabdingbarkeit. Ich konnte es fast nicht machen, und das hat aber nichts mit Zwängen zu tun, sondern einfach mit meiner Getriebenheit auch zu schauen, dass ich den Patienten auch Neuerungen anbiete. Denn ich kann ja nicht vom Patienten erwarten, die vor Ort Geschäfte zu besuchen, und bleibe irgendwo bei 1980 stehen. Also ich habe ja auch eine Verpflichtung, meinem Patienten oder Kunden gegenüber modern zu sein, auch in so einem 7000-Seelendorf. Denn immer nur fordern, dass sie die Geschäfte besuchen, ist das eine, aber ich bin auch in der Bringepflicht und möchte auch, dass sie lustvoll einkaufen, die Leute. Ja. Das heißt, dieses Thema, eigentlich der nächste logische Schritt von dem, was Sie in den letzten Jahren schon erweitert haben, also was Sie vielleicht online auch digital gemacht haben. Genau. Ich möchte mit in die Runde nehmen, den Gerrit Natter, der auch früh mit dem Thema Schiff beschäftigt hat und dort sicher viel Lehrgeld gezahlt hat, aber bevor wir auf das gucken, erstmal die Frage, was war bei dir die Motivation und Ziele? Wie würdest du eure Sicht darstellen? Ja, also bei uns ist es eigentlich angefangen 2010 schon.
Da war mehr oder weniger klar, dass mein Bruder und ich die Apotheken von meinem Vater oder von unserem Vater übernehmen werden. Und da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was möchten wir eigentlich für ein Unternehmen später führen? Wie möchten wir aus Sicht der Kunden wahrgenommen werden? Und wie kann es uns gelingen, wirklich eine Marke zu bauen als Apotheke, dass es halt nicht nur produktgetrieben ist, sondern dass tatsächlich unsere Apotheke für etwas steht? Und als wir uns da zusammengesetzt haben, war es ziemlich schnell klar, dass es auf jeden Fall mit einem professionellen Online-Auftritt einhergehen muss. Dass es nicht reicht, wenn man nur die Apotheken vor Ort total modern mit einem guten Konzept macht, sondern dass man es eben auf jeden Fall in die Online-Welt verlängern muss. Und das ist dann leicht gesagt, aber dann muss man natürlich überlegen, was bedeutet das überhaupt? Das heißt, wie möchte ich mich online präsentieren? Möchte ich da eine vernünftige Homepage haben, wo viel Services geboten werden, Dienstleistungen angeboten werden? Möchte ich vielleicht einen reinen Shop haben, wo ich sage, darüber kann ich einfach eine Menge zusätzliche Dinge verkaufen? Und für uns war die Lösung, damals ja noch relativ früh, 2010, eigentlich der Bereich Multichannel, um zu sagen, wir möchten uns als Multichannel-Unternehmen präsentieren. Das heißt, dem Patienten ist es erstmal wurscht, ob er online bezahlt oder ob er offline in der Apotheke kommt. Ihm geht es eben um die Convenience, wie Björn gerade auch schon gesagt hat, und gar nicht mal nur um den absoluten Preis. Dadurch hat man natürlich auf jeden Fall die Herausforderung, eine quasi online, ich nenne das jetzt mal Filiale zu gründen. Also nicht einfach nur einen Shop, sondern eine tatsächliche Online-Filiale zu gründen, mit allen Konsequenzen, die dazu führen. Das heißt also, man muss den Shop mit den gleichen Werten aufladen, man muss den Shop mit den gleichen Dienstleistungen anbieten und was für mich oder für uns dann immer von Anfang an dazugehörte, es muss auf jeden Fall eine Gleichpreisigkeit zwischen On- und Offline herrschen, um dem Kunden eigentlich den Wechsel von On- und Offline so einfach wie möglich zu machen. Und ganz wichtig ist dann für uns gewesen, auch tatsächlich die Kunden mitzunehmen und aktiv auf dieses Angebot hinzuweisen und nicht irgendwo so in der Schublade, ja, einen Shop haben wir auch noch, aber bloß nicht sagen, das ist geheim, sondern tatsächlich dem Kunden das aktiv wie eine zusätzliche Filialeröffnung mitzunehmen und zwar wertfrei. Das war unsere Motivation, dass wir eben nicht am Point of Sale sagen, Sagen ist du besser als weißt sagen. doch, die Thermapyrin brauchst du nicht vorbestellen, die haben wir immer für dich da, die kannst du hier direkt abholen, sondern dass man das einfach wertfrei nimmt. Und das ist ein Thema, das haben wir vielleicht am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber dann sehr schnell gelernt, dass man da sein Team mitnehmen muss, dass die nicht Angst um Arbeitsplatz haben, dass die nicht denken, wenn er jetzt online bestellt, ist das eigentlich schlecht für uns. Genauso wie es ja ganz automatisch so ist. Mir ist es egal, ob der Kunde in meine Hauptapotheke kommt oder in eine Filiale. Hauptsache, er kommt zu uns. Und genauso war es eben online auch. Und dadurch ist es uns eigentlich gelungen, von Anfang an, muss man sagen, von diesem Spielfeld der Großen wegzukommen, wo sich viel um den Preis dreht, weil auf dem Spielfeld von Doc Morris Kann und man schwer Co., gewinnen. ja, wir könnten es jedenfalls nicht und haben auch nicht gewonnen, sondern wir haben versucht, unseren Heimvorteil zu nutzen. Denn Heimvorteil ist nicht nur im Sport erstmal was Positives. Da kann man unheimlich seine Stärken ausspielen. Und da geht es dann eben weg vom Preis, wie der Björn vorhin auch schon gesagt hat. Und das hat wirklich richtig gut funktioniert. Wir haben es damals im Team so kommuniziert, dass wir gesagt haben, Asterix und Obelix können mit ihrem Zaubertrank auch nicht ganz Rom beherrschen. Aber die können mit ihrem Zaubertrank es schaffen, ihre Barriere, ihr Dorf so zu verteidigen, dass sie da sicher sind. Und das war unser Ziel. Und das hat gut geklappt. Es war vielleicht in der einen oder anderen Konsequenz etwas zu früh, weil damals hat noch nicht jeder über Multichannel gesprochen und die Kunden haben es noch nicht ganz so mitgenommen. Aber inzwischen, als auch größere Player darauf umgesetzt haben, hat das echt richtig gut funktioniert. Das muss man sagen. Und ihr wart dadurch natürlich auch früh dabei, Erfahrungswerte zu sammeln. Nochmal, kurze Frage, hat sich bei euch die Motivlage verändert, so über die letzten 2, 3 Jahre auch nochmal, was Motivation angeht, was willst du mit dem Shop erreichen? Ja, die Motivationslage, die verändert sich eigentlich, seit wir den Shop haben, ständig. Wir haben am Anfang auch viel national versendet, einfach weil wir gemerkt haben, du setzt einen Artikel im Preis runter und auf einmal hast du aus München, aus Berlin überall Bestellung. Das war erstmal ganz schön, aber das bringt uns als Apotheke vor Ort und als Marke Elisana bringt uns das nicht weiter. Und so haben wir ganz klar den Fokus gesetzt, es noch regionaler zu machen und noch mehr zu verzahnen, die Apotheken vor Ort und den Online-Shop. So haben wir zum Beispiel auch unsere Apotheken, die früher Elisabeth-Apotheken hießen,
nach meiner Mutter umbenannt in Elisana, weil mit Elisabeth Apotheke Gelsenkirchen hat man im Internet es echt schwer. Aber als Elisana-Marke das Ganze zu präsentieren, das hat dann wirklich nochmal einen Schub nach vorne gebracht, weil die Kunden sofort gesehen haben, aha, der Online-Shop und die Apotheken vor Ort, das greift ineinander. Und das hat uns eigentlich den Schub gebracht und den Durchbruch. Prima. Danke für die kurze Runde zum Impuls. Wir gehen fast nahtlos mit einer kleinen Pause jetzt über in eine Diskussion zu dem, worauf muss ich in der Gestaltung achten. Kleine Pause, bleiben Sie dran.